Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der letzte Flug, wie ihr seht, meiner VFR World Tour 2023. Im vorherigen Leg sind wir nach Queenstown geflogen und heute geht es nach Invercargill. Das Abschlussleg sind nur 85 Meilen. Und ich werde wie immer hier mit dem Microsoft Flugsimulator fliegen. Und zwar mit der Muni. 20R ist das und ist ja nur ein kurzer Hüpfer, eine Stunde, dann sollte das passen. Okay, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache es hier noch ein bisschen heller. So, muss wahrscheinlich die Kamera immer wieder mal ein bisschen nachjustieren. Aber das soll es gewesen sein heute. Ist das schon für mich der zweite Flug und das wird dann auch der letzte Flug sein für heute. Und dann werde ich die auch relativ zeitnah bei YouTube veröffentlichen. Also würde ich sagen, einsteigen mit der Flugplanung von Queenstown nach Invercargill. Das ist November Victor. Also, wir machen mal hier nicht. Wir planen natürlich einmal hier. Und zwar Quebec November ist unser Startpunkt. Und November Zulu, was habe ich gesagt? Was ist Invercargill? November Victor. Add to route. Wunderbar. Und jetzt gucken wir uns auch gleich an, was haben die hier für ein Alternate? Delta November oder Mike Oscar? Wir nehmen Delta November. November Zulu, Delta November. Und add to route. Also, wie fliegen wir hier raus? Wir müssen gleich mal gucken. Wir haben ja wahrscheinlich Christchurch als nächster Flughafen mit einer Meta. Mal eben kurz gucken, was wir denn haben. Meta, November, Zulu. Quebec, November. Was ist das für ein Schrott? Meta. November, Zulu. Quebec, November. Haben wir das? November, Zulu am besten. Dann finden wir da auch was. Get Meta. Gucken wir, hier haben wir was, sehen wir aber nicht. Cloud Cover Win. 2,39 mit 2. Mehr brauchen wir da nicht wissen. Das heißt, wir gehen aus der 2,3. 2, was haben wir gesagt? 2,39 mit 2 Knoten. Wir haben 1011 Millibar. Aber wir fliegen mit Dings, deswegen haben wir 1013. Aber die Windrichtung 239, das heißt, wir gehen aus der 23. Mehr müssen wir erstmal nicht wissen. Und das gleiche machen wir für, was war das? November Victor. November Victor. Da ist er. Ja, ist auch von Christchurch. Also ist alles, weil das ja alles so nah beieinander liegt. Das ist 190 mit einem Knoten, also nahezu windstill. Also auch da ein Q&H interessiert uns nicht. Dann nehmen wir 10, 13, weil wir stellen ja auf Flugwetter und Flugzeit um. Okay, also 190 und 239 sind die Daten, die wir brauchen. Das heißt, wir wählen hier einmal die 23. Jetzt kommt gleiche Werbung. Ach nein, die endet. Hi Timmy, grüß dich. Hey, grüß dich. Doch, doch. Und hier haben wir in. Was habe ich denn da gemacht? War ich da ein Fehler? Cancel. Nein. November Victor, ich habe gerade was von Whisky gesehen. Four Runways available. Wir haben Wind 190. Dann nehmen wir die 12. Add to route.
Dann haben wir da 70 Grad, aber ist ja fast windstill. Wir nehmen die. Dann gehen wir noch in die Options. Da packe ich erstmal Maximum 4000 rein und VFR. Aber wir schauen mal. Ich warte noch eine Minute, bis die Werbeunterbrechung weg ist. Was haben wir gesagt? Wir nehmen die Runway 1-2. Was hat die denn genau für eine? Eins eins fünf. Ist das denn die One Two? Nee, guck mal, siehst du, die One Two ist eine Graspiste, die wollen wir nicht. Also wir nehmen lieber die 2-2. Was habe ich denn da gesehen? Select cancel. Das machen wir mal zu. Der denn hier? Select. Nein, ich will keine Arrival. Ach so, sorry. Da, guck mal, habe ich gar nicht richtig gesehen. Also das hier sind die Graspisten. Hier oben 2-2, das ist auch viel besser. Ja, sehr schön. Hat eine Bearing von 219 auf der 2-2 kommen wir runter. Bei 190, das ist ja perfekt. Nehmen wir die. Also, für uns, wir planen den Flug mal von oben. Werbung ist Unterbrechung. Ja, hallo Timmy, ich habe dich ja schon begrüßt. Also, wir haben einen Wind von 239, das heißt, wir starten hier auf der 23, haben wir gesagt, hier raus und fliegen dann tatsächlich hier einfach dem Dingens nach. Ich mache mal hier einen Waypoint mit rein, ungefähr hier. Add to route. So, und dann fliegen wir hier runter. Add to route after, jawohl. Machen wir es nicht zu kompliziert. Hierher. Das ist ja nur wieder als optische Unterstützung im Garmin. Wir wissen ja ungefähr, wo wir hinfliegen. Wir fliegen dann hier raus. Diesen Canyon oder wie immer man das nennen will, nach und da gucken wir uns gleich nochmal das Höhenprofil an. Hier können wir ruhig dann der Straße nach. Das heißt, wir fliegen dann hier einfach, also einmal quer drüber. Diese Piste, die da unten lang läuft. Und dann gehen wir allerdings, wir haben gesagt, wir kommen auf der 2-2. Das heißt, wir setzen uns hier ungefähr ein. Nein, wir machen es anders. Wir fliegen ganz normal eine Platzrunde. Das heißt, wir fliegen einmal hier über den Flughafen an, drehen dann hier über dem Flughafen in die Platzrunde, gehen hier hinten raus. Und dann runter auf der 22219 Grad. Wunderbar, genau so machen wir das hier über die Stadt. Wird wahrscheinlich so nicht angeflogen, sondern eher hier über die, neben bisschen mal hier direkt über die, über Invercargill. Aber wie auch immer, wir fliegen, wir können auch vorher, nein, wir fliegen eine Linksplatzrunde. Das heißt, wir fliegen einmal über den Flughafen, drehen links, fliegen eine Meile raus, drehen wieder links und dann auf die 22. Das soll es gewesen sein. Die Platzrunde werden wir natürlich nicht einzeichnen. Wir gucken noch mal eben nach dem Höhenprofil. Brauchen wir uns hier auch nicht drum kümmern. Wir wissen, Queenstown liegt auf 1100 Fuß. Wenn wir also 2500 fliegen, sind wir auf der sicheren Seite. Hier fliegen wir ja, wie gesagt, an dieser Straße hinterher, beziehungsweise durch den Canyon. Und also 2500 Fuß reicht uns völlig. Ich schaue nochmal in die Options 2500. VFR haben wir. Dann geht's in den Export für Winzig. Abbrechen.
Und zwar, Local State ist in Ordnung, Queenstown nach Invercargill, fertig. So, jetzt muss ich noch mal eben kurz gucken. Wir haben hier den Connector, haben wir den denn geladen? Ich meine, wir brauchen den nicht wirklich. Navigraph Sim Link, der ist da. Ich lösche den trotz. Achso, der kann noch nicht, weil wir noch gar keinen Plan geladen haben. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Planung ist also fast durch. Von diesem PC-Laden. Und zwar Queenstown, Invercargill. Jo, hat er auch drin, aber nicht auf der Stadtbahn, sondern hier Vorfeld irgendwo. Gehen wir mitten rein und auch da machen wir da. So, und er sagt 34 Minuten. Wir werden ein bisschen mehr brauchen. Ich nehme mal an, dass wir so 45 Minuten brauchen werden. 45 Minuten. Dann würde ich sagen, schließen wir die Planung ab, indem wir hier den Flugplan aufgeben. Und zwar, wir editieren diesen hier. Und zwar fliegen wir von Queenstown, Quebec, November um. Wir haben jetzt 14:21 Uhr, sagen wir 14:30 Uhr, Zulu. Oh, da machen wir ruhig 160 VFR. Wir kopieren mal eben hier den Direct. Jo. Steuerung C. Edit. Ups. Steuerung V. Devil Staircase Direct. November Victor. Und dann machen wir ein Direct. Also wir fliegen erst das VOR unten an, gehen dann in die Platzrunde und fliegen dann Direct. Und zwar nach November Victor. Total Estimated Time 0045 und wir haben als Alternate, habe ich schon wieder vergessen, General Information Delta November. Delta November. Okay, dann kontrollieren wir nochmal. Wir haben hier unten Virtual BMC Daylight live on Twitch. Ich bin wieder mal alleine. Ilsebill will nicht mit. Also, Delta Echo Papa Hotel Kilo VFR General Aviation. Mooney Light von Quebec November 14:30 Uhr. Das passt. 160 Knoten VFR. Dahin 45. Alternate haben wir. Jo, passt. Submit. Und als letzter Punkt machen wir dann einmal Connect. Und Connect. Quebec November nach November Victor. Ok. Dann kann das zu. Den lassen wir auf. Wie gesagt, letzter Flug. Dann haben wir die Tour abgeschlossen. Damit ist die Planung beendet. Die Kamera geht auch noch. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Cockpit Preparation. Hier nochmal gucken. Jawohl, VFR Direct. Jo, das ist alles super. Und wir fliegen aus der 2-3. Losfliegen. Und wir landen auf der 2-2. Ja, mein Rücken ist noch nicht wieder hundertprozentig, aber die Pause, die ich heute hatte von dem Vormittagsflug bis jetzt, die hat mir wirklich gut getan. Und da dieses Jahr jetzt ein relativ kurzer Flug ist, ist das auch alles kein Thema. Muss gegebenenfalls mal, wenn ich mich weiter zurücklehne, hier mit der Jalousie ein bisschen nachjustieren.
Wenn die Kamera mal wieder ausfallen sollte. Jo, ich bin bereit zum Fliegen. Wunderbar. Also, da sitzen wir im Flieger. Mal eben kurz einen Überblick verschaffen. Wo hat er uns denn hingestellt? Ja, guck mal, so sind wir auch eben, glaube ich, gekommen. Ne? Ich glaube, ich habe eben hier unten mich abgestellt. Also waren wir ja gar nicht so verkehrt. Na, kommt schon. Wunderbar. Das heißt, wir müssen, wenn ich das richtig sehe, backtracken. Ich schaue mal eben in die. Nicht in die Charts. Brauchen wir zum Glück nicht. Wir haben ja hier unseren. Nein, brauchen wir nicht. Wir können hier über Alpha zurückrollen. Der ist mir zu kurz. Diese Anbindung, wir werden wirklich durchrollen über Alpha. Das heißt, wir drehen hier über rechts, geht es dann Richtung Charlie, dann Alpha. Wahrscheinlich würde das passen, aber ich roll bis hinten hin. So viel Zeit muss sein. Okay, dann würde ich sagen, Planung ist damit durch und Cockpit Preparation. Ich habe ja eingestellt hier 1013 Hektopascal. Wir haben ja hier schön Wetter. Schau aber noch mal eben nach. Ja, 1013 Hektopascal. Wir fliegen nicht Echtzeit, sondern wir machen uns hier so 14:30 Uhr. Das ist ja ungefähr die Zeit, die wir jetzt auch Zulu haben. Und die Wolkendecke, die schieben wir uns ein bisschen höher. Müssen wir gleich mal gucken. So lassen wir das erstmal stehen. Aber wir bleiben, wie gesagt, bei 1013 Hektopascal. Das sind also 29,92 Inch Mercury. Stellen wir also hier runter und dann passt das wieder. Sind wir so bei 5600 Fuß auf der Anzeige. Bei 1000 Fuß auf der Anzeige, 1100 Fuß waren es, glaube ich, auf der Startlandebahn. Das passt also. Okay, dann wie immer einmal checken. Tank ist auf links. Und ich mache mal eben kurz hier einmal meine Hebel durchbedienen, damit die auch vernünftig connected werden. Und dann schalten wir mal an. Den machen wir aus. Dann geht Recognition brauchen wir nicht. Navigation und Beacon geht an. Okay. Master geht off. Alternator an. Ich ziehe hier einmal den das Mischungsverhältnis auf 0 und setze es dann so ungefähr auf 20%. Und dann geht die Zündung. Und dann schieben wir langsam auf Fett. Perfekt. Und dann nehme ich den Schubhebel zurück. Der Bus geht an. Die Pumpe hatte ich hoffentlich an. Natürlich hatte ich die an. Vorher. Seht's mir bitte nach. Okay, das heißt, wir schmeißen jetzt mal, warum auch immer, ich noch nicht hier. Doch, jetzt kann ich. Auf 1200 ist unser Transponder. Die Piste ist, was habe ich gesagt? 2,3. Was hatte die für eine. Die 2,3 hat 2,33. Dann stellen wir uns die 2,33 hier auf dem Headingbug ein. Dann wissen wir ungefähr, wo wir hin müssen. Also so wie wir jetzt stehen. Dann einmal OK drücken und nochmal OK drücken. Dann warten wir, bis das GPS alle Daten und Sensoren initialisiert hat. Autopilot bleibt aus. Höhe brauchen wir nicht. Mischungsverhältnis ist fett. Er bezieht noch seine Daten. Wir können nochmal rausgucken. Da nicht hin, sondern dahin. Ins WebEye sind wir da ja wohl. Das ist ja immer der wichtigste Blick. Also, einmal geht es hier von Queenstown runter nach Invercargill. Hier runter haben wir gesagt.
Dem Lake nach und dann hier der Straße nach, dann in die Platzrunde und dann auf der 2-2 landen. Also nichts Besonderes. Jawohl, wir können. Ich klicke auch hier nochmal. Da sind meine Daten. Alles gut. Okay, dann würde ich sagen, Cockpit-Preps abgeschlossen. Before Taxi. Wir machen Taxilichter an. Und das heißt, nochmal von außen kurz geguckt. Also, wir drehen hier rüber, fallen da hinten raus, über diese zweite Piste, gehen dann hier hoch und dann Runway Alpha runter. So ist der Plan. Parkbremse geht los. Habe ich irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Und dann gibt es ein bisschen Schub. Habt ihr Ton? Jawohl, Ton habt ihr. Wenn die Motorengeräusche und sowas zu leise sind, sagt Bescheid, dann muss ich das ein bisschen nachregeln. Aber der läuft jetzt so gerade im grünen Bereich, dass er den gelben Bereich nicht trifft. So, das heißt, wir rollen jetzt hier erstmal raus gerade. Da geht's hoch. Dann rollen wir über die andere Piste. Sieht zwar nicht so aus, als wenn das hier der richtige Weg wäre. Wir brauchen auch nicht anhalten, weil es ist ja keine Sau da. Ich habe mich, wie ihr seht, nochmal vergewissert. Ja, wir sind auf Charlie. Jetzt müsste ich hier natürlich Transponder anmachen, dann dahinter wieder aus. Wissen wir ja alles. Würde ich auch im Normalfall machen. Okay. Bremsen wir wieder ein bisschen runter. Dass wir hier nicht zu schnell durch die Kurven gehen. Okay, und da kommt Taxiway Alpha. Ja, ich muss ein bisschen hier auf die Kamera aufpassen. Vor uns ist die Piste. Wir fahren jetzt hier rechts auf Alpha. Kann das sein, dass hier schon ein bisschen Schnee liegt oder wie sieht das aus? Okay, wir sind soweit richtig. Schön enger Taxi. Weg. Ja, dann können wir doch hier vorne schon aufrollen. Das sollte dann passen. Dass wir nicht bis ganz hinten durchfahren. Muss mich immer mal wieder ein bisschen anders hinsetzen, damit mein Rücken. Wenn der Rücken anfängt zu meckern, dann. Wenn ihr euch also fragt, warum rutscht der alte Mann so auf seinem Stuhl hin und her? Das ist der Rücken. Also, wir halten hier nochmal an. 2, 3, 5 ist korrekt. Parkbremse wird gesetzt. Also, dann. Wir machen Taxi aus, Transponder an, Strobe an. Okay, Precognition brauchen wir nicht. Es ist Tag. Und wir machen hier. Strobe natürlich nicht Transponder. Den Transponder auf On. Hier lassen wir alles aus. Also wir fahren, rollen auf nach links, geben dann gleich Schub, wenn wir dann die Flaps gesetzt haben auf Takeoff. Trim ist auf Takeoff. So, das heißt, jetzt sind wir gut to go.
Wir rollen nach links, starten dann da hinten durch und so, wenn wir auf 2000 Fuß sind, also das wäre dann ungefähr 1000 Fuß AGL, drehen wir nach links und folgen dem See. Die Nachricht machen wir noch weg und wir zoomen etwas rein. Okay. Sind wir soweit? Sind wir soweit? Ich gucke noch einmal ins Webei, aber auch da, wie wir sehen, ist nichts. Also los geht's. Parkbremse wird gelöst. Wir halten noch nicht mehr an. Wir rollen gleich durch. Laps sind auf TO. Wir kontrollieren nochmal. Nase stimmt mit dem Heading-Bug überein. Wir sind also richtig Feuer. Vierzig. 50. Rotate. Eingefahren. Fahrwerk ist eingefahren. Laps einfahren. 80 Knoten. Laps sind eingefahren. Und dann steigen wir weiter. Ja, es ruckelt ein bisschen. Das liegt aber an meinem Rechner, ihr kennt das ja schon. Er hat jetzt zu viel darzustellen, das schafft der Rechner nicht. 1000 Fuß Steigrate. Fuß und dann, das heißt 1000 Fuß AGL, wir drehen jetzt einmal hier nach links. Brauchen nicht zu scharf. Der See ist groß genug. Bei 2500 pendeln wir aus. Leveln wir aus, wie, ja. Welche Nomenklatur ihr da auch immer benutzt. Okay, 2500 Fuß. Höher wollen wir nicht. Dadurch, dass wir jetzt ein bisschen beschleunigen, pendeln wir natürlich immer ein bisschen in der Höhe. Das jetzt mal mit dem Schub auszuleveln. Sonst nicht ganz so beschleunigen. Okay, dann nehme ich den Mixture ein bisschen zurück. Perfekt, wir nehmen die Umdrehung ein bisschen raus. So, 2300. Das ist bei mir hier sehr, sehr vorsichtig zu bedienen. So, 2,3, das sieht gut aus. Wir steigen wieder ein bisschen. Ich nehme die Nase noch ein Stückchen runter. Das mache ich jetzt aber mit dem Trimrad. Und wir haben 160 Knoten. Flugzeug ist ausgelevelt, nahezu. Das ist perfekt. Okay.
Jo, also, so wie das hier aussieht, ist das eine Reise wert. Ich zoome hier mal ein bisschen raus im Garmin. Ja, wie ihr seht, Flieger ist gut ausgelevelt. Ich gehe jetzt mal auf den rechten Tank. Das heißt Boost Pump on, Tank rechts, Boost Pump off. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die 45 Minuten hier abgehandelt bekommen. Auf 2.500 Fuß höher will ich nicht. Was hat die Message? Ja, wir sind im Profil, wunderbar. Interessiert uns nicht. Wir benutzen, wie gesagt, das Garmin nur als optische Hilfe. 160 Knoten, das passt sehr gut und wir fliegen fast genau geradeaus. Alles wunderbar. So soll es denn sein. Ja, hier haben wir heute Morgen bei dem ersten Flug schon ein bisschen mehr Turbulenzen gehabt. In den Bergen. Das haben wir jetzt hier über dem See so gut wie gar nicht. Wunderbar, ich muss mich mal wieder ein bisschen locker machen. Ich spüre meinen Rücken schon wieder und mache es ein bisschen heller. Ich hoffe, ich kriege das die ganze Zeit so gebacken mit dem Licht, dass wir nicht zu viele Probleme mit der Kamera haben. Okay, knapp 2.500 Fuß. Eine Gallone Unterschied in den Tanks. 160 Knoten knapp. Dann ist Zeit aus dem Fenster zu gucken. Also wir fliegen ganz schön tief, ja. Nicht wundern, wir fliegen absichtlich so tief. Hier über dem See, der ungefähr auf 1000 Fuß Höhe liegt, können wir uns das leisten. Wir haben also auf jeden Fall so circa 1500 Fuß Luft unter uns. 160 Knoten, das passt alles. Also gut ausgelevelt. Gleich nochmal eben kurz gucken. Wir gehen auf der 22. Die hat 219. Ich mal eben hier den Heading-Button ein bisschen nachfüllen, weil das war gleich mal den Autopiloten anschmeißen müssen. Ja, also es war wirklich eine schöne Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Höhen und Tiefen. Also der Europa-Anteil der Tour war sensationell. War wirklich eine Sensation. Also jeder, der sich für VFR-Fliegen interessiert, hier im Netzwerk, sollte die Tour auf jeden Fall fliegen. Die Europatour war wirklich toll ausgedacht. Dann ging es ja weiter in Asien. Indonesien sind wir geflogen. Habe ich auch erst gedacht, viel zu viel Wasserflüge VFR. Das ist ja nicht so prickelnd. Aber Indonesien ist auch super schön. Etwas langweiliger als Europa auf jeden Fall. Also, aber immerhin das langweiligste fand ich war tatsächlich Australien. Also da war es mir einfach zu flach und nicht grün genug. Also fürs VFR-Fliegen war Australien, die Australien-Lecks nicht wirklich gut. Dann hatten wir ja auch, ich glaube, drei Überführungslecks, wenn ich mich recht entsinne. Einmal von Indonesien nach Australien rüber. Viel Wasser. Dann hatten wir noch einen Flug, um von Australien nach Neuseeland zu kommen, waren es, glaube ich, zwei Flüge über Wasser. Also Australien war jetzt nicht so schön. Allerdings Neuseeland hat es dann natürlich wieder rausgerissen, ne? Also das ist schon ganz schön hier zu fliegen. Ich fliege VFR lieber da, wo es ein bisschen
was zu sehen gibt. Und da war so der Norden von Australien schon recht öd, muss man sagen. Ich meine, die können da nichts für. So ist der Norden von Australien halt. Aber ich sag mal, VfR-fliegerisch war das jetzt optisch keine Sache, wo ich sage, jo, super. Da muss ich unbedingt nochmal hin. Da muss man wahrscheinlich VfR fliegen, allerdings dann muss man sich die Sehenswürdigkeiten raussuchen. Und ich sag mal, der Norden von Northern Territories war jetzt nicht wirklich so besonders schön. Aber hier in Neuseeland ist wieder hübsch zu fliegen. Wo sollen wir eigentlich hin? Gleich nach links. Also wir fliegen da etwas weiter runter. Nee, nee, nicht so hoch steigen, meine Gute. Wir folgen ja hier der Straße, die wir unter uns sehen. Aber so tief, aber so schnell steil fallen brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir ungefähr wieder unsere 2.500 Fuß. Wollen ja ein bisschen was sehen. Guck mal hier das Rondell. Sieht das denn hier aus? Kamera ist noch in Ordnung. Nase geht wieder ein bisschen rauf. Perfekt. Oh, wenn wir näher an die Berge kommen, dann sieht man auch, dann gibt es gleich wieder Turbulenzen und Auf- und Abwinde. Ja, ein bisschen hoch müssen wir. Denn hier der Berg ist schon gar nicht so weit weg. Nicht irritiert sein wegen des Magenta-Strichs, da wir fliegen ja nicht Autopilot. Das haben wir nur das Garmin laufen, damit wir eine optische Hilfe haben und uns nicht verfliegen. 160 Knoten, 2500 Fuß. Wunderbar. Und dann fliegen wir hier durch die Canyons. Jo, ist schon ein Chips. Wolken ist in Ordnung, haben wir Höhe richtig eingestellt. Alles super. Tank 22 Gallonen in beiden Tanks. Öltemperatur, Öldruck, Abgastemperatur, alles im grünen Bereich. So, und dann geht es jetzt hier weiter. Schon ein bisschen was Höheres da, dieser Hügel. Der dürfte wahrscheinlich 3000 oder höher sein. Wir fliegen aber jetzt hier ein ganzes Stück geradeaus um den Berg drumherum, beziehungsweise an dem Berg vorbei. Nicht so steil nach oben gehen. Ich sitze ein bisschen weit hinten. So weit kommt mein Face Light nicht hin. Oder ich müsste es heller stellen. So, ich stelle mal eben den Autopilot.
Autopilot, Heading, Altitude, Hold Mode. Ja, das war hier dran vorbei. Ich will nicht mal eben kurz gucken, wie hoch ist denn das Bergskin, an dem wir da jetzt vorbeifliegen. Ups, lange raus. Das ist hier die Spitze dieser Peak. Guck mal, der hat 4000, was? 600? Kannst du reinzoomen, wie du willst. Die Dingens bleibt immer klein. 4640. Also das ist schon ganz schön hoch und wir sind auf 2,5. Aber gleich, und dann geht es ja hier durchs Flachland, ist es dann auch nicht wirklich noch großartig herausfordernd. Habe ich mir die Höhe von Inver... Habe ich mir die Höhe irgendwo notiert? Q&H? Nee, habe ich nicht. Machen wir das noch eben. Wir sind ja noch im Autopilot. Mal eben kurz gucken. Alles grün. Ja, drehen wir hier so ein bisschen rüber. Gucken wir uns gleich nochmal die Höhe von Invercargill an. So, das heißt, wir gehen auf Flights, wir gehen auf Cancel, wir schauen uns hier die Information an und sehen, wir haben was? Longest Runway, ich wollte auch gerade sagen, was ist das denn? Das ist, Elevation ist 5 Fuß, okay. Das notiere ich mir noch, also wir fliegen hier auf 1000 Fuß, dann die Platzrunde. Und dann hier hinten rein. Okay, ich dachte schon 7200, wie kann das denn sein hier am Wasser? Aber das ist die Runway. Und das dürfte ja auch unsere Runway sein. Ja, wir landen ja hier auch auf der Betonpiste, nicht auf den Graspisten. Die 22 mit einem Bearing von 219. Okay. Das heißt, Autopilot geht off und wir fliegen wieder manuell. Uns wird gleich ein bisschen nervöser, wie ihr seht. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Hier unter uns ist die Straße, die wir auch eben gesehen haben bei der Flugplanung. Moin, Hannover Airport. Hannover Airport, wo du sitzt in Madeira. Ja. Grüße zurück. Ups, da gehen wir jetzt ein bisschen zu steil. Nehmen mal die Nase wieder ein bisschen runter. 2500, mehr möchten wir nicht. 500 Fuß Sinkrate, das ist perfekt. Mach mal hier das Kameralicht noch ein bisschen heller, falls das geht. Ja, geht. Was heißt Grüße aus Madeira? Lotst du da, fliegst du da oder machst du gerade Urlaub? Fuß. Jetzt sind wir auf 2,5, das heißt, wir nehmen die Nase wieder ein bisschen auf.
Willkommen zurück aus der Werbung. Ich habe nichts verpasst. Wird ja alles aufgezeichnet. Aber es ist auch nichts Berauschendes passiert. Also keine Bange. So. Ich schalte nochmal eben den Autopiloten kurz ein. Na, kommst du? Aber erst, wenn ich die 2,5 habe. Und dann schauen wir nochmal, wie das jetzt hier mit dem Anflug auf Invercargill ist. Ja, wir gehen auch nochmal eben vorher einmal den Tank wechseln. Boost Pump on. Linker Tank, Boost Pump off. So, Nase geht ein bisschen rauf. Dann machen wir das und das. Und dann schauen wir mal eben. Also wir sind jetzt im Autopiloten und zwar im Heading Mode und Altitude Hold Mode. Also wir fliegen jetzt hier unseren letzten Wegpunkt an. Fliegen dann einmal direkt auf das Invercargill VOR. Drehen dann links in die Platzrunde und wieder links zur Landung. Wir haben 5 Fuß, das heißt... Wir fliegen noch 20 Meilen, bis wir hier so in dem Bereich sind. Und dann gehen wir auf die 1000 Fuß runter. 1100 Fuß, nee, sagen 1000 Fuß. Und dann fliegen wir 1000 Fuß hier über Invercargill in die Landung. Und was hat er da für ein Heading? 158. Das ist ungefähr da. Hier unter uns ist der Fluss. Zweieinhalbtausend. Und wir sind auf dem Weg direkt. Ne, nicht näher ran, weiter raus. Man hier noch irgendwie, warum kriege ich hier keine Entfernung zum Ziel angezeigt? Also das ist mir nicht klar. Oder ist das nur bei dem Garmin im X-Plane 11 so? Muss ich nochmal die Bedienungsanleitung von dem Microsoft Garmin lesen? Weil es wäre schon ganz schön, wenn ich hier die Entfernung zum Ziel oder zum nächsten Wegpunkt hätte. Solche Geschichten. Aber vielleicht ist das auch nur, ist das Problem wie immer vor dem Gerät, nicht im Gerät. Okay. Also, wir sind auf dem Weg nach Invercargill. Und was das Garmin im Dings auch anzeigt, ist der aktuelle GPS-Kurs. Ja, auch der wird hier nicht angezeigt. In dem Modus, in dem ich das Ding jetzt wahrscheinlich fahre. Wie auch immer. So, Autopilot geht wieder aus. Habe ich jetzt ausgemacht? Ja, Autopilot ist aus. Ich übernehme. Ist sowieso keine schlechte Idee, einmal über den Flughafen zu fliegen, dann sieht man seine Landebahn, gerade wenn man da noch nie gewesen ist. No, 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 no. Bleibst du wohl bei mir?
noch 2 Gallonen Unterschied in den Tanks. Kammreise in Ordnung. Roffel, da haben wir aber jetzt hier einen Aufwind gekriegt. Ich habe jetzt nicht so stark am Steuerhorn gezogen. Okay. Öltemperatur gut, Öldruck gut, Abgastemperatur nicht so prickelnd. Jo, okay, Zylinderkopf ist gut, Umdrehung ist gut, Schub ist gut. Eine Gallone Unterschied in den Tanks. Was ich auch nicht sehe, doch 35 Meilen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch 17 Meilen Abstand. Gucken, ob... ...dass der Kollege Navigraf auch so sieht. Ja, also wir sind ungefähr so auf der Hälfte. Wir machen uns jetzt langsam mal auf die 1000 Fuß. Beziehungsweise 1100 Fuß, was auch immer. Also wir sinken jetzt mal leicht Richtung 1000 Fuß in 7 Meilen. Wenn wir so ungefähr, ich sag mal, eben kurz gucken, wo haben wir denn? Den fügen wir an und zwar, warte mal eben, hinter der 146 Echo. 146 Echo at... Was ist das für ein Abstand? Ja, ungefähr da. Dann haben wir so 10 Meilen Abstand und dann fangen wir an zu sinken. Das war jetzt ein glücklicher Zufall, dass ich da wirklich fast die 10 Meilen getroffen habe. Reduzieren die Geschwindigkeit, also beziehungsweise wir sinken, indem wir einfach den die Geschwindigkeit reduzieren. Das war auch nicht zu schnell in die Platzrunde fliegen, so mit 110 Knoten. Das ist hier irgendwo am Rande der Flaps-Anzeige. Leider zeigen wir, kriegen wir hier keine Distanz angezeigt. Egal, wir haben sie hier. Ist also noch ein bisschen. Ja, wir sind noch im Autopilot. Eine Gallone Unterschied. Danke, Hecke, mir geht's gut und selbst. Bin heute schon im zweiten Flug, oder es ist heute schon mein zweiter Flug. Wie gesagt, es geht aufwärts, allerdings in kleinen Schritten, so 4 Stunden am Stück. Perfekt. Wird's erstmal nicht geben, ob so kurze Dinger hier oder mal ein 2-Stunden-Flug. Ich muss mich langsam ranarbeiten. Ich will's mir auch nicht gleich wieder versauen. Also, jetzt kommen wir hier an die 10-Meilen-Marke. Ich schalte mal den Autopiloten aus. Jetzt nehme ich nur ein bisschen Schub raus.
Ihr hört das ja wahrscheinlich auch am Motor. Sollte die Nase eigentlich jetzt ein bisschen runtergehen und so bei 500-600 Fuß fange ich sie ab, damit wir nicht zu steil sinken. Und dabei sollten wir dann langsamer werden. 500 Fuß Sinkrate. 600 oder 700 ist auch nicht so schlimm, aber wir sollten nicht zu sehr die Nase oben haben. Wir wollen ja bis auf 1000 Fuß runter. 20-20. Also Tank ist in Ordnung. Jojo, ist klar. Linke zu steil, dann piepst er. Wollen wir nicht. Also wir sind im Anflug auf Invercargill. Wir fliegen einmal über den Flughafen drüber. Ich nehme noch mehr Schub raus. Da wir erst eine Platzrunde fliegen, haben wir es auch jetzt nicht so wahnsinnig eilig. Knoten. Ich hätte Lust, mir mal eine BF109 oder 180 ein bisschen VFR-Gedümpel mal irgendwo runterzuladen. Mach das! Oscar Sierra, grüß dich! Gibt es die denn, die BF109? Muss weiter runter, sonst klappt man gleich die Platzrunde nicht. Ein bisschen weiter nach links. 120 Knoten ist okay. 600 Knoten ist okay. Wir haben jetzt noch 1600 Fuß. Zu tief anzufliegen ist auch nicht gut. Dann sieht man den Flughafen nicht gut genug. 120 Knoten. Ups, wir steigen, das wollen wir auf keinen Fall. Ja, wir haben ja das Garmin auch, das zeigt uns ungefähr. Es gibt ja nur noch eine einzige auf der Welt, die noch fliegen kann. Jo, das macht durchaus sein. So genau bin ich da in dem Thema nicht drin. So, komm runter mit der Nase. Wir haben jetzt... 110 Knoten. Vor uns liegt, glaube ich, der Flughafen. Das sieht hier nach der Piste aus, jawohl. Das heißt, ich drehe ein bisschen nach rechts. Wir überfliegen ja die Piste. Also alles gut. Wir haben es genau richtig gemacht. Ich nehme noch ein bisschen Schub weg. Nase geht noch weiter runter. Mischungsverhältnis Fett. Tank ist in Ordnung, wir haben 20-20, selbst wenn wir jetzt mit 19 oder 18 kämen, ist alles gut. So, jetzt geht die Nase wieder ein bisschen rauf, dass wir nicht zu steil da reingehen. Wir sinken aber weiter bis auf 1000 Fuß. Und wenn wir bei 110 Knoten sind, gehen die Flaps. Jojo, ich habe zu weit den Schub weggenommen, dann piepst er sofort. Ihr habt das ja wahrscheinlich auch gehört. 400, 500 Fuß, das ist in Ordnung. Also wir fliegen jetzt erst einmal über die Runway, drehen danach links auf den Gegenanflug. Flaps. TO. Fahrwerk geht raus, etwas Schub, dass wir nicht zu langsam werden. Wir haben 1100 Fuß, unter uns ist die Piste. So, Nase geht hoch. Bleiben auf 1000 Fuß. Flaps 2. Etwas Schub. Unter uns ist die Piste. Da ist Invercargill. Nase geht hoch.
Etwas Schub. Wir überfliegen sie ein bisschen, die Piste, dass wir nicht zu nah dran sind. So weit tiefer gehen wir nicht runter, erst im Endanflug. Okay, 80 Knoten. Ne, 90 Knoten sind es. Ich drehe nach links. Hinter uns ist die Piste. Nase geht ein bisschen rauf, dass wir die 1000 Fuß halten. Gleich kommen wir die 80 Knoten. Mischung ist fett. Fahrwerk ist ausgefahren. Flaps ist noch Stufe 2. Südele. Piste ist quer ab. Flaps voll. Flaps sind voll. 80 Knoten. Halten wir erstmal bei. 900 Fuß. Oh, wir fliegen noch ein Stückchen. Etwas Schub. Wir sind auf 70 Knoten runter, weil wir gerade ziemlich gestiegen sind. 80 Knoten will ich im Anflug haben und dann im Final regel ich runter ein bisschen. Okay, das heißt, wir gehen in den Queranflug. Bleiben noch bei 900 Fuß. Knoten ist okay, 900 Fuß. Da ist die Piste. Nicht zu steil sinken. Und dann gehen wir den Endanflug. Geschwindigkeit geht ein bisschen raus. Anflug passt. Ein bisschen hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich mein, sag mal schnell, mein Ding ins Tool geladen habe. Ich nehme die Nase ein bisschen hoch, um Geschwindigkeit abzubauen. 80 Knoten, ich möchte es auf 70 Knoten runter, 75 Knoten. Etwas links. 75 Knoten. Passt. Und dann gucken wir uns nur noch den Zielpunkt an. 75 Knoten. 200 Fuß. Etwas Schub. 70 Knoten. Aiming Point, 70 Knoten. Und Schub geht weg. Wir halten, wir halten, wir halten. Ja, habe ich leider vergessen, war aber eine gute Landung. Ich habe leider vergessen, wie heißt das Tool denn noch? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, Landung war in Ordnung. Jetzt muss ich gleich mal eben kurz gucken. Ich habe mich natürlich nicht schlau gemacht. Vorher. Hier sieht es nicht unbedingt nach einer... Wir machen einfach einen Backtrack. Flaps gehen rein. Also war eine sehr schöne Landung. Yes, thank you very much. War eine wirklich gute Landung. Da steht irgendwo in Kanada, England, da gibt es so ein Event, wo auch die F-490 immer fliegt. Ah, okay.
Okay, also dann rollen wir hier gleich rechts raus. Halten kurz an. Letzter Flug der Tour. Ich hätte ja eigentlich noch eine Platzrunde einmal Touch and Go machen können oder sowas. War ja schließlich der Tourabschluss. Abschluss, nicht Abfluss. Oh, ich sehe gerade, ich muss hier mal ein bisschen Licht machen. Okay, ich roll hier rechts runter. Nicht zu schnell. Dann halten wir hier kurz an. Invercargill. Ja, Neuseeland hat mir wirklich gut gefallen, aber es liegt natürlich auch an der Topografie, sagt man, glaube ich, dass es hier ein bisschen hübscher war als in Australien. Transponder geht in Standby. Dann machen wir hier oben Strobe aus, Taxi an, Landing Lights aus. Wunderbar, hier ist alles aus. Gucken wir mal, wo wir hinfahren. Ich würde sagen, wir fahren hier vorne irgendwo hin und dann ist gut, da wo der Tankwagen ist, in die Nähe des Tankwagens. Parkbremse geht off. Ja, war eine wirklich schöne Tour. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Hat nur so lange gedauert, weil ich ja ein Vierteljahr nicht geflogen bin. Aber echt, das hat mir gefehlt. Alles klar, Hecke, ich wünsche dir was. Auf jeden Fall, ich werde immer öfter fliegen und irgendwann auch wieder lotsen und dann auch hoffentlich wieder zu einer Regelmäßigkeit kommen. Danke fürs Zuschauen, bis denne. So, hier fahren wir einmal außen rum. Guck mal, da steht die Tanke, da fahren wir direkt vor. Wir müssen ja tanken. Na, das war jetzt... was will er denn? Ja, guck mal, er zeigt mir hier noch die Tanks an. Guck mal, relativ gleichmäßig. Wusste ich gar nicht, dass das, dass er das auch macht. Sehr schön. Leergewicht, zulässiger maximal Startgewicht. Wunderbar, toll. Wollte aber eigentlich noch ein Stückchen vorfahren. Ja, ihr seht, ich lenke auch hier mit meinem Steuerhorn, weil das anders bei mir ja nicht machbar ist. Ich habe keine Pedale. Okay, und stoi. Parkbremse geht an. Dann machen wir noch ordentlich den Flieger aus. Das heißt, Taxilight geht aus. Die beiden lassen wir noch an. Wir machen aber schon mal den Bus aus. Perfekt. Dann Pumpe haben wir aus. Den haben wir auch aus. Und dann würde ich sagen, Alternator off. Dann Gemisch Cut-Off, Zündung aus, aus. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der letzte Flug. Ich weiß noch nicht, wann ich die nächste Tour fliege und wieder aufnehme. Das waren jetzt auch erstmal 50 Flüge hier mit der VFR. Vielleicht wage ich mich mal mit Microsoft auch an den Linienverkehr. Mal schauen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, falls ihr bei YouTube geguckt habt. Das Abgeben des Reports ist ja jetzt nicht mehr so interessant. Also danke fürs Zuschauen und wer mich gerne mal live sehen will, http://twitch.tv/deltahotelkilo. Den Link findet ihr auch in meinem unter dem Video und in meinen Informationen hier auf YouTube. Danke und tschüss.